Schüler und Schülerinnen auf dem Weg, Geschichte anders zu entdecken, hautnah und nachhaltig. Dank Bildungspartnerschaft. Die einen forschen in der Steinwache in Dortmund, die während der NS-Zeit Polizeigefängnis war. Die anderen im Kreisarchiv in Geldern. Auf dem Stundenplan Gestapohaft. Für die Geschichts-AG der Elihäus-Knapp-Realschule aus Gütersloh. Entnazifizierung für Neuntklässler vom Lise-Meitner-Gymnasium aus Geldern. In Auschwitz waren diese Jugendlichen schon. Jetzt geht es um Nazi-Terror ganz in der Nähe. Es ist eine Stunde Zugfahrt von unserer Heimat entfernt. Und es zeigt auch nochmal wirklich, wie gewalttätig die Nazis gegenüber den Häftlingen waren. Ein ganz anderer Zugang zur dunklen deutschen Geschichte. Sie können sich auf das konzentrieren, was wirklich vor Ort ist. Sie hören eine Geschichte und können das gleichzeitig fühlen, sehen, anfassen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn Sie in der Schule sind und in einem Buch ein Bild anschauen. Also wir wollten mal gucken, wie das auf alten Karten so ist, unser Heimatort. Oder ob das da überhaupt anders ist oder ob es das überhaupt noch nicht gab oder sowas. Und man kann hier auch sehen, wo die Häuser waren. Und dann wollte ich gucken, ob mein Haus da schon war, aber war es noch nicht. Im Kreisarchiv Schülerverhalten der besonderen Art. Entdeckend, forschend, genau das, was wir Geschichtslehrer immer wollen. In der Schule wollen wir, dass die Schüler was entdecken, aber das ist meistens sehr künstlich, das ist eine Methode. Und die entdecken dann irgendwas, was wir Lehrer vorher schon vorbereitet haben. Hier kann man wirklich etwas entdecken, ja, was wir Lehrer vorher auch nicht wussten. Markus Günnewig führt die Jugendlichen heute auf die Spur ganz junger Inhaftierter, der Edelweißpiraten. So, auf der rechten Seite hatten wir ja gerade schon die Hitlerjugend, ne, also uniformierte Jugendliche, euren Alters vielleicht so Pi mal Daumen, die da militärisch in Reihe und Glied angetreten sind. Und demgegenüber auf der anderen Seite seht ihr eben hier die Edelweißpiraten. Fällt euch da was auf, wo der Unterschied ist bei den beiden Fotos? Die sind so als locker unterwegs und die müssen alle stramm stehen. Außerdem ist die Körperhaltung auch komplett anders. Okay. Mhm. Sehr gute Punkte, ja. Im Fokus einer der Edelweißpiraten, Kurt Piel, mit 17 hier in Gestapohaft. Es geht zum Wachraum, in dem alle Häftlinge registriert und viele misshandelt wurden. Die Schülerin kann die Haftbücher in alter deutscher Schrift lesen, dank der Geschichts-AG. Der Verhaftung, Tag und Stunde, Zu- und Vorname. Und das ist jetzt hier nur eine Fotografie quasi von einer Doppelseite. Vom Januar 1945. Kurt Piel ist eben hier wegen, also politisch, Bandenbildung heißt das, Widerstand und Körperverletzung. Habt ihr auch schon mal ein paar Mal gesehen, ne, als wir auf Studienfahrt waren, die Haftbücher. Katrin Gehwecke arbeitet mit ihren Schülern die Nazi-Zeit intensiv auf. Wichtig, die Entdeckungsreisen in der Heimat. Es sind Teile freigelegt worden, wo eben Inschriften der Häftlinge aus der Zeit während des Krieges zu sehen sind. Schaut euch hier einfach mal in Ruhe um. Wenn Führungen gut eingebettet sind, nehmen die Jugendlichen bleibende Eindrücke mit. Das ist einfach ein zentrales Argument, finde ich, für Bildungspartnerschaften, dass eben da entsprechend das, was hier stattfindet, gut vorbereitet wird, gut nachbereitet wird und damit überhaupt erst Lernerfolge überhaupt erzielt werden können und das volle Potenzial sozusagen außerschulischer Lernorte sich überhaupt erst so entfalten kann. Im Archiv wird mit Gas gelöscht. Wenn es wirklich hier zu einem Feuer kommt oder vielleicht auch zu einem Fehlalarm, dann geht eine Alarmierung los. Und dann heißt es aber auch für uns, dass wir das Gebäude wirklich verlassen müssen innerhalb von 30 Sekunden. Hightech vom Feinsten. Die Schätze im Archiv sind aus Papier. Löschen mit Wasser? Nein, das geht nur mit Argon. Ja, insgesamt 90 Flaschen. Was man in einer Bildungspartnerschaft nicht alles entdeckt. Wir haben Angebote, die wirklich in den Unterricht passen, die wir vorbereiten können, die wir dann natürlich auch mehrfach durchführen können und das auch machen. Natürlich evaluieren wir die, wir verbessern auch mal was. Aber wir müssen nicht jedes Mal, wenn eine Schulklasse kommt, das Rad neu erfinden. Neu für alle, was das Kreisarchiv zu bieten hat. Auch Zeitungen aus der Nachkriegszeit. Was ich jetzt nicht gefunden habe, ist zum Beispiel eine Zeitung aus meinem Geburtsjahr. Ich wollte dann zum Beispiel gucken, ob da vielleicht eine Geburtsanzeige oder sowas von mir drin ist.
die, eine alte, die man ihnen eventuell noch sehen könnte. Also ein Bereich, den wir auch quasi pflegen, sind Nachlässe und Sammlungen. Die Archivarin erklärt, was in den Regalen lagert und wie man es findet. Schließlich geht es heute um einen ganz speziellen Fall. Wir suchen die Akte mit der Signatur A23. Das heißt, das ist der Bestand A und in dem Bestand die Nummer 23. Schaut euch um. Und füllt schon mal Formulare aus. Das muss jeder, der ein Dokument ausleiht. Dass der so rausguckt, der guckt dann gefunden, die Akte über einen Entnazifizierungsfall im Nachbarort. Ein Lehrer klagt an. Der Schulrat in Geldern, Acta Personana, Nalia, des künftigen katholischen, katholischen Lehrers Karl Klingebiel. Ja. In der Steinwache Gruppenarbeit. Auf eigenen Wunsch wollen die Mädchen unter sich bleiben. Was hat sie am meisten beeindruckt? Okay, warum ausgerechnet die Tür? Weil das halt so symbolisiert, dass die halt so auch fliehen wollten. Mhm. Das so mal angucken. Wir, ja? In ihrer Präsentation wollen die Schülerinnen auch die Zelle 19 vorstellen. Hier hat der Edelweißpirat Kurt Piel gesessen und andere, die besonders bestraft wurden. Wie fühlt sich das an? Das war dann nur noch dunkel, ne? Also wenn man alleine hier drin war, finde ich, geht's noch, aber zu fünft. Alleine, ich hätte Panik geschoben. Diese Schülergruppe ist ebenfalls Kurt Piel auf der Spur. Ihre Lehrerin hat mit dem Thema ins Schwarze getroffen. Kurt Piel. Buschmann selber beteiligte sich erst nicht an den Misshandlungen. Und dann sah ich, wie er sich sein Schlagring über die Hand streifte. Ja, und dann wurde es plötzlich dunkel um mich. Wer sich nicht anpasste und mit der HJ anlegte, büßte, auch wenn er noch so jung war. Das bleibt bei allen hängen und kommt mit in die Präsentationen. Viele Ältere haben ja auch gesagt, zum Beispiel am Ende, man konnte nichts gegen die Unternehmen, also gegen Hitler. Und da ist es schon irgendwie ein Wunder, dass so Jugendliche versucht haben, was dagegen zu machen. Bildungspartnerschaft intensiviert die Auseinandersetzung mit Geschichte. Sie machen sich Gedanken und das überrascht mich. Und dann weiß ich immer, ja, es hat sich gelohnt. Das ist genau das Richtige, was wir machen, weil es zum Denken anregt. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, was wir beibringen können. Die Klasse aus Geldern zieht um. Vom modernen Lager des Archivs ins Verwaltungsgebäude und den Lesesaal. Der Ort, an dem sie mit ihrer Akte arbeiten werden, mit dem Original und Kopien. Kein spektakulärer Fall, aber typisch für die Nachkriegszeit. Und da gibt es jetzt einen Konflikt, der in dieser Akte steckt, nämlich zwischen zwei Lehrern. Zum einen ist es der Herr Klingebiel und zum anderen ist es ein Lehrer Hagen. Und es geht um die Frage, wer denn nun der Leiter einer Schule in Neukerk, hier in unserem Nachbarort, wird. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Die Akte verrät schließlich, dass Hagen den Schulleiterposten bekommen hat, Klingebiel nicht. Der bezichtigt daraufhin den Schulleiter, ein Nazi gewesen zu sein. Ein Fall für die britischen Besatzer. Und ein Fall für die Neuntklässler, die sich so intensiv noch nie mit dem Thema Entnazifizierung auseinandergesetzt haben. Dieser Fall ist bislang kaum erforscht. Es gibt auch viele Akten, die vielleicht außer uns Archivaren, was vielleicht auch noch nie ein Forscher in der Hand gehabt hat. Auch die Gelderner bereiten jetzt ihre Zusammenfassung vor. Sie arbeiten hochkonzentriert. Das ist ein super Zeichen für Geschichtsunterricht. Das ist allerdings leider nicht immer so, dass nicht nach einer gewissen Zeit nach einer Pause gefragt wird. Aber es war heute Morgen im Archiv was Besonderes. Auf zum Wachraum. Die Schülerinnen und Schüler aus Gütersloh stellen dort ihre Präsentationen vor. Wir haben das in drei Teile eingeteilt. Also erstmal in die Edelweißpiraten, dann in Zelle 19 und einmal über das Interview von Kurt Piel. Es sind ja noch so Ausbruchspuren da zu sehen auf den Türen. Das fanden wir auch ganz interessant. Die Betten, also das ist halt so, weil die Betten zum Beispiel wurden ja zum Aufbrechen der Türen da benutzt. Aber es
für geeinigt. Die Jugendlichen in Geldern haben die Argumente der beiden Lehrer, die um den Schulleiterposten streiten, geprüft und präsentieren sie. Die Intention des Briefes ist, dass der Lehrer Klingenbiel den Lehrer Hagen aus dem Amt des Schulleiters drängen möchte oder dass der Lehrer Hagen aus dem Amt des Schulleiters enthoben wird, damit der Lehrer Klingenbiel halt das Amt übernehmen kann. Und er nutzt dazu halt auch Argumente und stellt Herrn Hagen als überzeugten Nazi dar. Der Lehrer Hagen hat halt an den Schulrat geschrieben. Er hat halt quasi alles abgestritten, was Lehrer Klingenbiel geschrieben hat. Zum Beispiel halt, dass die Frau nur in der Frauenschaft war, wegen Drohungen des ehemaligen Schulleiters, weil halt sonst der Mann und die Kinder viele Nachteile hätten. Und dass sie nur zahlendes Mitglied war. Und die Kinder haben sich halt auch so gut wie es ging aus der HJ rausgehalten oder aus dem BDM. Kann man das denn machen, dass ein Lehrer, der offensichtlich Beziehungen zur NSDAP hatte, dass der nach dem Krieg eine Schule übernimmt? Ich denke, dass viele Leute einfach von den Nazis gezwungen wurden, der HJ beizutreten oder der Frauenschaft, und dass viele nicht wirklich die gleichen Ansichten wie die Nazis hatten, aber einfach mitgezogen sind, um nicht von den Nazis gefangen genommen zu werden. Aus der Sicht der Militärregierung, wenn ich das zu entscheiden hätte, den Lehrer Klingenbiel eher ins Amt übernehmen, als den Lehrer Hagen da drin zu lassen, weil halt seine ganze Familie in irgendwelchen NSDAP-Organisationen war. Also schwer an der Sache ist halt, dass man nicht weiß, wer jetzt Recht hat und wer nicht. Und kann das auch nicht nachprüfen, ob jetzt Lehrer Hagen oder Lehrer Klingelbiel die Wahrheit sagt und wer lügt. Er sagt das ja auch mehrfach. Wie hat wohl die britische Militärregierung damals entschieden? Ratlosigkeit. Die Archivarin erzählt, wie dieser Entnazifizierungsfall ausgegangen ist. Also es ist nicht zu einem Gerichtsverfahren gekommen oder Ähnlichem, sondern ja, der anklagt sozusagen, zieht zurück und damit ist die Sache dann auch erledigt gewesen. Ja. Und beide sind an der Schule geblieben, aber ich nehme an, nicht beste Freunde geblieben. Nee. Die Resümees beider Seiten folgen gleich. Jetzt erstmal die Vorteile von Bildungspartnerschaften im Überblick. Wenn wir wollen, dass unsere Schüler zu selbstständig denkenden und handelnden Menschen erzogen werden, dann müssen sie ihre Geschichte kennen, um eben auch zu verhindern, dass bestimmte Dinge erneut passieren und um einen geschärften Blick auf die Realität, in der sie leben, zu haben. Ich habe heute viel gelernt, so Sachen, die ich noch nicht wusste. Dass sie geschlagen wurden und wenig zu essen bekommen haben. Ja, man nimmt einfach so mehr von der Geschichte mit und man kann sich das einfach viel mehr merken. Dieses Wissen, was wir heute hier bekommen haben, ist wichtig, damit sowas wie damals nicht wieder passiert. Diese Verknüpfung von lokalem Geschehen, von den Schicksalen von Menschen aus der eigenen Heimatstadt zum Beispiel, mit diesen doch häufig dann recht abstrakten Orten von Terror und Massenvernichtung, halte ich für ein ganz großes Potenzial, was natürlich wiederum über eine Bildungspartnerschaft eben verstetigt werden kann. Also ich fand am beeindruckendsten, dass wir diese Originalakten bekommen haben, um dann diesen Fall nochmal neu zu entdecken. Ich finde, man lernt auch so viel mehr oder passt viel mehr auf, so, weil man dann auch mal was anderes sieht. Also wenn man die Akten anfassen kann oder diese Materialien, ist es halt viel spannender und halt man kann sich besser hineinversetzen, als wenn man das nur im Geschichtsbuch liest. Es macht Spaß, mit Schulen zusammenzuarbeiten, mit den Schülern was zu machen, mit den Lehrern auch gemeinsam was zu entwickeln. In der Bildungspartnerschaft hat man ja wirklich dann auch feste Ansprechpartner. Das heißt, man muss sich nicht immer wieder neu auf die Suche machen. Ja, es funktioniert auch darin, dass ein Archivar oder eine Archivarin als Expertin für Geschichte, für das Aufbewahren von Geschichte in die Schule kommt und einen Archivbesuch dort vorbereitet oder Schüler und Schülerinnen für Facharbeiten oder für besondere Projekte fit macht.